bei den Räudigen, um mich über die Gewissensbisse der Faulheit zu trösten, suche ich den Abhub der Menschheit auf und bin voller Ungeduld, selber zu verkommen. Ich kenne es gut, dieses großschneuzige, stinkende, grinsende Lumpenpack. In seinem Schmutz versinkend, ergötze ich mich an seinem verpesteten Atem nicht minder als an seiner Wärme. Diese Erbarmungslosigkeit gegen die Erfolgreichen, diese Genialität im Nichtstun, nötigen Bewunderung ab, wenn auch das Schauspiel, das hier geboten wird, das traurigste dieser Welt ist. Dichter ohne Talent, Dirnen ohne Kundschaft, Geschäftsleute ohne einen Groschen, Verliebte ohne Drüsen, Hölle von Frauen, die niemand begehrt. Da ist sie nun endlich, sage ich mir, die negative Vollendung des Menschen. Da steht es nun in seiner ganzen Nacktheit, dieses Wesen, das von göttlicher Aszendenz zu sein behauptet. Da ist er nun, dieser erbärmliche Falschmünzer des Absoluten. Dahin also musste er gelangen, zu diesem Abklatsch seiner selbst. Ein Kot, an den Gott niemals seine Hand gelegt hat, ein Tier, das kein Engel verändern kann, ein Untergrunzen gezeugtes Unendliches, eine aus einem Spasmus hervorgegangene Seele. Ich betrachte diese dumpfe Verzweiflung der an ihrem Ziel angelangten Spermatozoen, diese Begräbnisvisagen der Gattung Mensch. Ich beruhige mich wieder. Mir bleibt noch ein Stück Weges zurückzulegen. Plötzlich wandelt mich Furcht an. Werde ich ebenso tief sinken wie sie? Und ich hasse sie auf einmal alle. Die zahnlose Alte, den Reimschmied ohne Verse, die Impotenten der Liebe und des Geschäfts, diese Muster der Fleisches- und Geistesschmach. Die Blicke der Menschen schmettern mich nieder. Aus der Berührung mit diesen Wracks hatte ich neuen Stolz gewinnen wollen. Einen Schauder trage ich davon, ähnlich dem, den ein Lebender empfände, der, um seine Freude darüber, dass er nicht tot sei, zu bekunden, in einen Sarg stiege und darin wichtig täte. Wären Kierkegaard oder Nietzsche in einer noch so belanglosen Zeit hervorgetreten, ihre Eingebungen wären nicht weniger erschütternd und zündend gewesen. Sie kamen in den eigenen Flammen um. Wahrheiten, die man seiner Gemütsart verdankt, müssen auf die eine oder auf die andere Weise bezahlt werden. Wieder sich selbst. Nur durch das Unvereinbaren in seinem Innern, durch die Spannung zwischen seinen verschiedenen Regungen und durch den Zwiespalt zwischen seinen Ansichten und seinen Neigungen vermag ein Geist uns zu fesseln. Marc Aurel, der Feldzüge in ferne Länder unternimmt, denkt kaum an das Imperium und vertieft sich vielmehr in Gedanken über den Tod. Julian sehnt sich als Kaiser nach einem beschaulichen Leben, beneidet die Weisen und verbringt seine Nächte mit dem Verfassen von Schriften gegen die Christen. Der von Lebenskraft strotzende Luther quält sich mit dem Gedanken an die Sünde ab und versucht vergebens, seinen Zartsinn mit seiner Grobschlechtigkeit in Einklang zu bringen. Rousseau
seine wahren Instinkte verkennend, lebt einzig in der Vorstellung von seiner Aufrichtigkeit. Nietzsche, dessen ganzes Werk ein einziges Loblied auf die Kraft ist, schleppt sich durch ein kümmerliches Leben von entsetzlicher Monotonie. Denn jeder Geist ist nur insoweit bedeutsam, als er sich Täuschungen hingibt in Bezug auf das, was er will, liebt oder hasst. Da er nicht einer, sondern mehrere zugleich ist, kann er nicht sich selbst wählen. Ein Pessimist, der nicht trunken, ein Hoffnungsverkünder, der nicht bitter ist, verdient bloß Verachtung. Unserer Gefolgschaft würdig ist nur derjenige, der keine Rücksicht nimmt auf seine Vergangenheit, auf Schicklichkeit, Logik oder Ansehen. Wie soll man einen Eroberer lieben, der sich in das Geschehen stürzt, ohne insgeheim an seine Niederlage zu denken, oder einen Denker, der seinen Selbsterhaltungstrieb nicht niedergerungen hat, der sich auf seine Nutzlosigkeit besinnende, hat den Wunsch, ein Leben zu haben, bereits hinter sich. Hätte er eines oder hätte er keines, das ginge in beiden Fällen nur die anderen etwas an. Verkünder seines Hin- und Herschwankens belastet er sich nicht mehr mit einem idealen Selbst. Sein Temperament ist seine einzige Doktrin, seine jeweilige Laune sein einziges Wissen.